Darf ich Patrick zu dir sagen? Ja, natürlich. Nein, wer du sind sie eh alle. Na, ich würde sagen, ich führe dich gleich rum. Ich muss im Moment noch was fertig machen. Möchtest du hier einfach noch kurz Platz nehmen? Ja, natürlich. Darf ich dir was zum Trinken anbieten? Nee, danke, ich brauche nichts. Okay, dann kannst du einfach eine Zeitschrift oder was. Okay, danke schön. Ihr macht ja eine duale Ausbildung. Kannst du uns was zu eurem schulischen Teil sagen? Ja, also wir haben 2 Tage in der Woche Schule. Wir lernen da viele interessante Fächer, die uns gut auf den betrieblichen Teil vorbereiten. Zum Beispiel verschiedene Produktionstechniken. Und zusätzlich machen wir auch viele praxisnahe Projekte. Hi, was machst du gerade? Also ich arbeite momentan an einem 2,8 Liter V6 Turbomotor. Wir haben uns das als Azubi-Projekt vorgestellt und uns alles rausgesucht aus dem Internet, um das einfach für uns die Motorentechnik zu lernen. Und ich kann euch einfach mal ein paar Sachen zeigen, wie zum Beispiel der allgemeine Aufbau haben wir auch gemacht. Und natürlich funktioniert auch alles. Mit der richtigen Zündreihenfolge und die ganzen Turbo-Extras. Wir haben ihn einmal als Turbomotor aufgebaut und einmal als normalen Motor. Hi, was fasziniert dich an dieser Ausbildung? An der Ausbildung zum technischen Produktdesigner fasziniert mich am meisten, dass man Produkte entwirft, diese in CAD auskonstruiert, sie eventuell auf ihre Herstellbarkeit testet, ob es gewissen Kräften standhält, diese dann umsetzt und Prototypen davon erstellt und sie dann dem Kunden auch vorstellt. Also was soll ich machen? Den Motor vorstellen. Motor.